Was verbindet uns bei allen Aufregungen und Verwerfungen? Oder soll ich sagen, wer? Ich höre in letzter Zeit vermehrt, dass uns charismatische Führungspersönlichkeiten fehlen. Die Sehnsucht danach gab es zu allen Zeiten. Sie zieht sich durch die biblischen Bücher hindurch. Das Johannesevangelium bietet Kriterien an, welche Eigenschaften eine solche Führungspersönlichkeit braucht. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im Stich und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen. Und sie werden auf meine Stimme hören. Und dann wird es eine Herde geben. Und einen Hirten. So, it's in Christus' name.
lasset uns beten. Dienst Jesu Christi, unseres Heilandes.